Sehr netter Abend gestern, Nadja. Ja, das sollten wir mal wiederholen. Dann können wir ja vielleicht auch mal bei mir... Sei mir nicht böse, aber du und Sima... Sie hat sich jetzt 3 Monate nicht gemeldet. Was soll's? Ja, trotzdem. Ihr wart lange zusammen. Okay. Gehen wir halt nur ins Kino. Moin. Gibt's frischen Kaffee? Ja, wie guckt ihr denn aus der Wäsche? Habt ihr es heimlich auf dem Klo getrieben? Da doch nicht, da gehst du doch alle 3 Minuten heimlich eine Qualm. Na, da habt ihr euch umsonst was weggeklemmt, Leute. Keine Zichte mehr seit gestern. Tja, und abnehmen wird der Fadi auch. Aber als neuer Dezernatsleiter musst du doch was darstellen. Und wenn's ein Sack Muscheln ist? Für dich reicht's allemal. Sag mal, Leo, hat mein Vorgänger sich noch nicht blicken lassen? Nein, Suttner muss zum Abschied viele Hände lange schütteln. Und sich nachher noch länger die Finger waschen. Politik, wenn ich erstmal in seinem Sessel sitze, könnte mich alle am Arsch lecken. Du übrigens auch, Kollege Taraki. Danke, kein Bedarf. Morgen, Hauptkommissarin Köstner, mein Kollege Kriminalassistent Kroh. Guten Morgen. Nadja Taraki. Leonore Nadolny, herzlich willkommen. Wir sind vom 34. rüber versetzt. Sind wir hier richtig, D42? Tut nicht so, ihr wisst genau, wo ihr seid. Oh, guck an, der Kollege Lenz hat uns sofort durchschaut. Ihr kennt euch? Flüchtig. Ja, überall, wo die Kollegin Köstner auftaucht, flüchtig. Kollege Lenz war schon auf der Akademie ein echter Gentleman. Wir haben gehört, dass euer Chef den Hut nimmt. Wenn ihr mich fragt, 2 Jahre zu spät. Dich fragt aber keiner, Lenz. Kaffee, Leute? Gerne. Ja. Bei euch soll ja immer was los sein, sagen jedenfalls die Jungs vom SEK. Ach, die übertreiben maßlos in jeder Hinsicht. Wie war dein Name noch, Kollege? Kron. Klaus Kron. Wie schreibt man Taraki? Nenn mich Nadja. Kommt aus Afghanistan, aber verkneift ihr die Taliban-Witze. Die hat Lenz alle schon durch. Okay. Morgen allerseits. Morgen, Herr Sutzmann. Hört auf mit dem Scheiß. Na komm, alter Brummbär. Hat doch auch was Schönes. Ab jetzt nur noch Angeln und Rasenmähen. Von wegen. Ich schreibe meine Memoiren und dann seid ihr dran. Also, 2 Dinge. Erstens, es gibt einen schwierigen Fall. Entführung. Habt die Daten auf eure Rechner geschickt. Und zweitens... Zweitens muss ich ja wohl meinen Nachfolger bekannt geben. Wird auch langsam Zeit. Ab dem 1., also morgen, heißt der neue Abteilungsleiter des Dezernats 4-2 Leonore Nadolny. Tut mir wirklich leid, Felix. Lenz! Das muss ein Irrtum sein. Wenn Sie den Job nicht annehmen, versetze ich Sie ins Archiv. In einer halben Stunde Übergabe in mein Büro. Mensch, Leo, gratuliere. Scheiße. Also so sehr haben die vom SEK nicht übertrieben, finde ich. Hey, was soll das? Ich will mein Geld. Verpiss dich, Junkie-Nutter. Du Minischwanz, ich hab dir einen geblasen, wir hatten 50 gesagt. Pass auf, Alter, du kassierst gleich 50. Aber dicke Augen. Hey, was ist denn los? Du willst mich schlagen, du Haufenscheiße? Gib mir Geld oder Dope, irgendwas. Oder ich schlitze deinen hässlichen Hals auf. Hey, nimm das scheiß Messer weg. Das ist ein Filetiermesser. Scharf wie eine Rasierklinge, Alter. Und der scheiß Preis hat sich gerade verdoppelt. Hier, nimm. Es ist nicht fair. Hast du guter kein Wichser. Das Leben ist nun mal nicht fair. Und jetzt verpisst euch. Wir sehen uns wieder, Miststück. Ich kann das nicht machen, Chef. Leonore, wenn Sie Nein sagen, machen die Lenz auch nicht zum Dezernatsleiter. Warum wurde wohl die Köstner zu Ihnen rüberversetzt? Ich rate Ihnen gut, unterschätzen Sie diese Frau bloß nicht. Aber das muss furchtbar sein für Lenz. Ja, und für mich, weil ich es ihm versprochen habe. Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Sie müssen Ja sagen.
Mann. Es war bestimmt nicht immer einfach mit mir. Aber wenn diese Köstner den Job kriegt, werden sie den Tag verfluchen, an dem ich gegangen bin. Also, okay. Ich mach's. Gut. Kümmern Sie sich um diesen Fall. Das entführte Mädchen ist die Tochter von Thomas Brunner. Mhm. Ist das dieser Fernsehtyp? Der Moderator, ja. Raten Sie mal, mit wem der eng befreundet ist. Staatsanwalt von Bruch. Woher wissen Sie das schon wieder? Na, weil Sie immer genau so ein Gesicht ziehen, bevor Sie diesen Namen sagen. Komm schon. Ist gleich besser, Süßer. Hab doch gesagt, ich bring was Gutes. Ist gut. Vanni. Gib dich aus, alter Baby. Komm, komm, ich helf dir. Du zitterst ja. Hier. Ah. Ah, da ist die Schlampe. Jetzt haben wir dich, du Stück Scheiße. Wo ist jetzt dein welches Messerchen, hä? Ich hab's dir gesagt, Alter, die können nur in dieser Bruchbude abhängen. Hey, Leute, er macht keinen Scheiß. Lass uns zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Wer bist du überhaupt? Ich hau dir aufs Maul. Okay, okay. Wie du willst. Hau mir aufs Maul. Aber, ja. Aber hör mir mal 2 Minuten zu, okay? Dann kannst du mir ja immer noch aufs Maul hauen, aber hör mir nur 2 Minuten zu, okay? Was soll's? Geben wir ihm die scheiß 2 Minuten. Oh. Ich scheiß drauf. Hey, Baby, warte mal. Hey, hör zu. Ihr habt recht, ja? Wir sind Junkies, ja, okay? Wir sind Fracks, Drogenabhängige. Ist halt mal so, aber das heißt, dass wir alles tun, um einen Schuss zu kriegen, klar? Mach hin, Alter, eine halbe Minute ist rum. Ja, das ist unser Nachteil, aber das könnte euer Vorteil sein. Was labert der, Alter? 90 Sekunden. Hey, hey, nur mal angenommen, ihr habt Adressen von Wohnungen. Ich meine, uns ist es egal. Wir gehen da rein. Wir brauchen den Stoff, Mann. Der labert Dünnschiss, Alter. Die Zeit ist rum, oder? Wenn ich dich richtig verstehe, willst du für uns knacken gehen? Ja, wir gehen da rein. Ihr könnt nur gewinnen. Ich meine, wir kommen hier nicht her. Aber ihr wisst doch Bescheid, oder? Das erzählt der Arsch doch nur, um Zeit zu gewinnen. Was redest du da, Baby? Klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Siehst du, bist du bescheuert? Wann denkst du eigentlich wie ein Geschäftsmann, Sheriff, hm? Wir probieren das. Also, ihr macht einen Job für uns, dann sehen wir weiter. Ja. Wer besser ihr funktioniert, sonst könnt ihr gleich weiterziehen. Und zwar im Blechsack, Alter. Ja, klar, klar, klar. Wir sehen uns. Fantastisch. Lass uns einpacken, wenn wir sofort verschwinden. Dann sind wir schon weg. Mann. Mann, ich scheiß auf das ewige Weglaufen. Ich hab keinen Bock mehr. Aber wir wollen doch nicht im Ernst für diese beiden Idioten arbeiten. Hey, hör mal zu, hör mir mal zu. Hey, was in so einer Bude zu holen ist, wissen nur die, die da einsteigen. Verstehst du, Kleine? Oh Mann, verstehe. Du bist genial, Sascha. Nee, wenn ich genial wäre, dann würden wir nicht ersetzen. Jetzt machen wir erstmal ein Bier auf. Und, wie ist dein Sessel so? Zu weich, zu unbeweglich, irgendwie ausgelutscht. Genau wie er. Ach, komm. Im Grunde war Suttner immer anständig. Oh ja, aber er ist größer als du. Du sitzt da etwas sehr tief drin. Warum hast du mich hierher zitiert, Boss? Weißt du, Nadia, die Nummer mit der Beförderung ist echt komisch. Plötzlich soll ich euch Anweisungen geben. Na und? Was ist denn das Problem? Wir waren immer auf Augenhöhe. Hoffentlich akzeptierst du, wenn ich mal anders entscheiden muss, als du es für richtig hältst. Mensch, Leo, wir kennen uns so lange. Und außerdem, gestern waren wir kurz davor. Schon vergessen? Nein, das habe ich natürlich nicht. Aber das hat doch damit nichts zu tun. Lass uns diesen Kompetenzscheiß nicht so ernst nehmen. Du nervst mich nicht. Und ich versuche, dein braver Sklave zu sein, okay? Vielleicht hast du recht.
Vielleicht sitzt man wirklich ein bisschen zu tief in diesem Sessel. Frau Doni, Herr von Buchmann, noch ein Gast für Sie. Danke, Judith. Sollen reinkommen. Also wenn Scheiße läuft und du dich ausrollen willst, oder wenn du doch mal wilden Sex brauchst. Jetzt hau endlich ab. Hallo. Leonore Nadoni, die Dezernatsleiterin, das ist Thomas Brunner. Guten Tag. Tag, die Herren. Setzen Sie sich doch bitte. Frau Nadoni, Sie haben die Akte gelesen? Hanna Schönefeld, 15 Jahre alt, seit 4 Tagen verschwunden. Keine Lösegeldforderung, keine Spur, keine Zeugen. Noch kein Hinweis auf ein Verbrechen. Frau Nadolny, Hanna würde niemals einfach weggehen, um ihre Mutter oder mich einzuweihen. Dazu haben wir ein viel zu inniges Verhältnis. Es liegt ein Verbrechen vor, da bin ich ganz sicher. Ich möchte die Sache an die Presse geben. Warum nicht gleich ans Fernsehen? Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Wäre jedenfalls eine weitere Option. Herr Brunner, solange wir nicht wissen, ob es sich wirklich um eine Entführung handelt. Ich sag Ihnen doch, Hanna würde niemals einfach so weglaufen. Jede Veröffentlichung könnte Trittbrettfahrer und andere unangenehme Reaktionen hervorrufen. Möglicherweise erreichen Sie mit Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt genau das Gegenteil von dem, was Sie sich erhoffen. Frau Nadolny, wir wollen uns doch kurz machen. Sie setzen bitte Ihre Abteilung auf die Spur. Es wäre schön, wenn wir keine großen Grundsatzdiskussionen führen müssten. Und wenn dann Herr Brunner eine Presseaktion für sinnvoll hält, der dann... Der Täter, wenn er zum Beispiel psychotisch ist, könnte in Panik geraten. Angst des Täters vor Entdeckung und Verfolgung war noch nie sehr förderlich für die Gesundheit eines Entführungsopfers. Nun malen Sie den Teufel mal nicht an die Wand. Herr Brunner, wären Sie so nett, einen Moment draußen zu warten? Natürlich, kein Problem. Was soll denn das nun wieder? Du bleibst hier, Thomas. Nein, nein, ist ja gut. Kein Problem. Ich warte so lange draußen. Danke. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Herr Staatsanwalt, ich möchte, dass Sie mir bitte einen Moment zuhören, ohne mich zu unterbrechen. Geht das? Ich bin seit heute Morgen die neue Leiterin des Dezernats 42. Ich versuche, diesen Job so ernsthaft und professionell anzugehen wie möglich. Das bedeutet, dass ich in erster Linie meinen Aufgaben verpflichtet bin und nicht den Privatinteressen meiner Vorgesetzten. Jetzt hören Sie mal. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Wir werden diesen Fall unseren Vorschriften entsprechend behandeln. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich werde nicht alle unsere Methoden ändern, nur weil Sie glauben, mir zeigen zu müssen, wer in dieser Behörde das Sagen hat. Sind Sie endlich fertig? Ja. Dann gebe ich Ihnen einen Rat. Verscherzen Sie es sich nicht gleich von Anfang an mit den wirklich wichtigen Leuten. Auf Wiedersehen. Wir sind sehr eng mit dem 43. Machen auch teilweise verdeckte Ermittlungen. Das war fast schon mal mein Spezialgebiet. Und du, Kollege Lenz, was ist denn so dein Spezialgebiet? Arschlöchern vor den Koffer scheißen. Oh, wohl eher schmollen bis zur Rente. Hast du was mit den Ohren?
Komm, lass gut sein, Lenz. Und du, Kollegin, Ball flach halten. Oh, verstehe. Der Platzhirsch hat gesprochen. Sorry, ich musste noch überall meinen Diener machen. Das kann ich mir vorstellen. Wer will anfangen? Vielleicht die Kollegin Köstner? Gerne. Hannah hat am Montagmorgen die elterliche Villa verlassen, ist in die Stadt gefahren, um angeblich Schuhe zu kaufen. Wieso? Hat sie schulfrei? Zeugniskonferenz. Okay. War sie verabredet? Klassenkameradin oder so? Nichts dergleichen. Alle befragt. Freundinnen, Freunde etc. Apropos, hat sie einen Freund? Hatte. Seit 2 Monaten ist Funkstelle, oder Klausi? Ja. Der Typ hat schon eine neue. Klausi. Okay, was steckt dahinter? Wie sieht's sonst aus in der Familie? Alles intakt. Kein Streit, bevor sie ging. Die Quoten von Brunners Sendung waren nicht mehr besonders in letzter Zeit, aber er kriegt wohl wieder einen neuen Vertrag. Ein Verdienst seiner Frau, die ihn auch managt. Sie war mein Model und Brunner ist Millionär, würde ich sagen. Also gibt's ordentlich was zu holen. Wenn es um Geld geht, sollten wir aber bald was hören. Eigentlich schon gehört haben. Wenn es um Sex geht, sind wir eh zu spät dran. Mhm. Du meinst Mädchenhandel, Zwangsprostitution? Redest du mit mir? Alle Szenarien sind immer noch möglich. Und unser V-Mann in der Branche? Hält die Augen offen, bis jetzt noch nichts. Und wenn sie einfach nur abgehauen ist? Wie dem auch sei. Wäre schön, wenn bald irgendein Hinweis käme. Kann ich dich sprechen? Felix, einen Moment. Muss das sein? Komm, Kollegen, wir haben zu tun. Mhm. Felix, ich hatte wirklich keine Ahnung. Natürlich. Man hört zu. Ob du es glaubst oder nicht, ich konnte gar nichts dagegen tun. Wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre sie es geworden. Jetzt bist du auch noch das Opfer, was? Ich weiß, was hier läuft. Und was du dazu sagst, interessiert mich nicht. Mann, Lenz, du bist manchmal wirklich ein Kotzbrocken, weißt du das? Ich sag lieber nicht, was ich von dir denke. Chefin. Guten Tag, Nadja Taraki vom Landeskriminalamt. Kollegin Köstner. Guten Tag. Frau Schönefeld? Ja, kommen Sie doch rein. Sind unsere Kollegen von der Technik schon da? Hinten im Wohnzimmer. Die haben Sie schon kommen hören. Möchten Sie einen Kaffee? Dann kommen Sie doch mit in die Küche. Sehr gerne. Hi, Nadja. Hi, Wolfson. Und schon was Neues? Nett, nicht das Geringste. Komm vor, wir finden Sie. Benehmen sich unsere Leute? Ich bin froh, dass sie da sind. Es ist doch unheimlich irgendwie. Hm. Für mich keinen Kaffee, bitte. Mhm. Ihr Mann ist unterwegs? Er hat 2 Produktionen. Warum sind Sie dagegen, die Sache an die Presse zu geben? Der Effekt könnte doch sehr positiv sein. Wenn wir das glauben würden, wären wir ja nicht dagegen. Sie meinen, man würde Hannah eventuell etwas antun? Naja, es gab da einen Fall, wo der Entführer... Wir können nur Empfehlungen aussprechen. Ich würde alles tun, um Hannah zurückzubekommen. Ihre Tochter wollte Schuhe kaufen. Sie hat jedenfalls ihr ganzes Taschengeld mitgenommen. Laut der Aussage ihres Mannes immerhin 800 Euro. Wer kauft die Schuhe für 800 Euro? Was weiß ich? Wahrscheinlich wollte sie noch irgendeinen anderen Blödsinn. Aber ihr Verhältnis zu ihr ist, wie sagt ihr Mann, innig? Ja, natürlich. Was nicht heißt, dass sie ein Engel ist. Sie ist also nicht vor irgendwas weggelaufen, oder? Wovor sollte sie... Vielleicht hatte sie was mit ihrem Lehrer oder so. Was reden Sie denn da? Natürlich nicht. Könnte es sein, dass sie vielleicht schwanger war. Hallo, Frau Kollegin. Wieso? Wir müssen alles in Betracht ziehen. Das hätte sie mir garantiert erzählt. Wir reden über alles. Auch über ihr Sexualleben? Ja, manchmal auch darüber. Also, es hat keine Probleme zwischen ihrer Tochter und Herrn Brunner gegeben? Sie hat ihn voll akzeptiert. Wir sind eine richtige Familie geworden. Thomas ist sehr einfühlsam und hat sich ihr vorsichtig genähert. Auch körperlich? Ach bitte, was soll denn das? Sie ist verschwunden und es wäre sehr nett, wenn Sie uns jetzt nicht auch noch... Wir haben einen Anruf und es ist nicht Ihr Mann. Oh Gott, oh mein Gott. Ganz ruhig, Sie schaffen das. Sie wissen ja? Ja, ich versuche ihn irgendwie hinzuhalten. Okay, wir sind soweit. Sie können jeden Apparat benutzen. Ja, dann mal los, wir machen das gut. Ganz gut. Hallo, Schönefeld? Mama? Oh Gott, Hannah, Süße, wo bist du? Oh nein, oh Gott, nein. Nein, oh Gott, bitte. Ganz ruhig, hören Sie. Hören Sie, Karin, das ist ein Fortschritt, das ist gut. Was meinen Sie? Erstens, sie lebt und zweitens will man was von Ihnen. Wir haben also eine Chance, verstehen Sie? Ja, Sie haben wohl recht. Der Kollege Taraki hat immer recht, Frau Schönefeld. Hey, pass auf den Stuhl da auf, Süße.
Wow, guck mal, die müssen schweinereich sein. Hey, Licht aus, Bunny. Oh. Wir müssen erst die Rollläden runterlassen. Ach Mist, ich bin wirklich zu blöd für sowas. Quatsch, du hast eben keine Erfahrung. Mann, Sascha, wie machst du das? Du bist immer lieb zu mir. Das ist nicht schwer, Bunny. Du hast es verdient. Wenn sie uns packen. Komm, leg das Ding wieder rein. Oh Mann, Sascha. Komm, wir gehen in die anderen Zimmer. Komm. Hier lang. Hi, Leo. Oh, Verzeihung. Ich meine, Frau Polizeirat. Was liegt an? Hör auf mit dem Polizeirat-Scheiß. Die Köstner beschwert sich über dich. Du bist angeblich kontrovers statt kooperativ. Was? Das ist ja wohl ein Witz. Nein, ernsthaft. Sie hat mich vorhin offiziell angesprochen. Du hättest dabei sein sollen. Sie hat der Frau dermaßen Angst gemacht mit ihren blödsinnigen Horrorvisionen. Nadir, ich weiß, dass Frau Schönefeld attraktiv und charmant ist. Hold it, ja? Ich hatte keinen Ständer. Ich wollte der Frau bloß nicht mehr Stress machen als nötig. Was soll denn das? Ist das Augenhöhe? Ich habe schon mal versucht, es dir zu erklären, ja? Ich habe jetzt Suttners Job. Ich muss alles sehr ernst nehmen. Mann, Leo, das ist doch krank. Nadir, wenn du ein Problem mit meiner Beförderung hast, dann müssen wir uns Moment, einfach ja? mal... Ja? Durch. Was? Ja, der randaliert. Verstehe. In der Kneipe. Ja, schick mir die Adresse auf mein Handy. Ich bin gleich da. Was ist los? Nichts. Es gibt ja nur jemand, der wirklich ein Problem mit deiner Beförderung hat. Ciao. Das sieht doch schon ganz gut aus. Hier, nagelneues Handy. Eine Kamera, noch original verpackt. Der Schmuck, Alter. Halt du dich raus, Schlampe. Du mieser Elender. Hey, mit dem Bargeld, da gibt es 1500, denke ich. Höchstens 1200. Ich weiß ja nicht mal, wem ich solche Funke verhökern soll. Also sechs für euch und sechs... Ihr kriegt gar nichts. Das war unser Testlauf. Was? Hey, wir hatten vereinbart... Dass wir die Sache ausprobieren. Das ist nicht fair. Das Leben ist nun mal nicht fair. Ich bin sicher, die Kohle und der Kram hier ist nicht mal die Hälfte von dem, was ihr für euch weggeschafft habt. Bitte? Für was hältst du uns, Arschloch? Wenn ich dir den kleinen Finger breche, gibst du dann zu? Was meinst du? Okay. Du hast recht, Jo. Wir haben was versteckt. Baby? Fuck, ich schlag ihm die Zähne ein. Sharif, sitz! Also, liefert den Rest ab, Junkie. Wenn du uns nochmal bescheißt, lass ich Sharif los... Euch geht's dreckig, ist das klar? Ja, klar. Ja. Hier. Das sind die nächsten Adressen. Und ab jetzt geht Sheriff mit und wartet auf euch. Ja. Der Wirt wollte schon die Kollegen alarmieren. Wie viele Leute sind außer ihm drin? Sechs. Wir waren den ganzen Tag in Schuhgeschäften. Er hat sich Schnaps reingezogen. Was? Ach, Mist. Wenn er das Eis nicht verträgt, dann ist es Sprit. Pass auf, er ist völlig daneben. Ja, bin ich auch. Los, Leute! Ja, nur das Weiße Land trinken. Los mal noch eine Runde hier. Ja, ja, aber lass es wieder im Ding stecken. Ich hole euch Gegenwart und da haben mein Ding hier raus. Hey, Lenz, darf ich mitfeiern? Aha, was für eine Freude, der Weiße aus dem Morgenland, eh? Der Mann mit dem Schwanz, am Puls der Zeit. Komm, lass die Leute in Ruhe, dann wird sonst eine ernste Sache hier. Er hat eine Waffe. Ja, und? Er ist bei einer Sicherheitsfirma. Hat er sie damit bedroht? Das nicht, aber... Na, also, ist doch alles gut. Ich bin von der Polizei hier. Das ist mein Ausweis. Wir kümmern uns um die Sache, jetzt gehen Sie einfach. Hey, hey, was schickst du meine Gäste weg, hä? Hat die Leute eingeladen. Los, zwei Bier, Dalli. Ja, ich will ja keinen Ärger. Was soll denn das heißen, mein Freund? Wer macht dir Ärger? Lenz, komm mal runter. Was heißt hier runter? Runter, meinst du nicht?
Bin schon weit genug unten. Ach Gottchen, jetzt wäre auf dich zu bemitleiden. Warum, ne? Großes Unrecht ist mir widerfahren! Mein Leben liegt in Scherben. Ich hab großes Mitleid mit mir. Du bist ein scheiß Waschlappen, weißt du das? Jetzt reiß dich mal gefälligst zusammen. Wenn jeder von uns gleich so am Rad drehen würde, wenn mal was kacke läuft, dann können wir den Laden dicht machen. Komm, Lenz, trink aus und dann gehen wir. Nein. Es war was anderes, die Chefin zu nageln, oder? Wo sollst du noch Kamele ficken darfst? Lenz, vergiss es. Leonie sind Freunde, das ist alles. Ach, scheiße hier. Hätte mir auch so einen Freund zulegen sollen. Ja, komm, los jetzt. Hey. Ja, danke. Komm, Vorsicht! Ja, aua. Hier. Ah. Ich will aber noch einen. Jetzt, lass mich in Ruhe! Hör auf! Hey, Kron, hilf mir mal! Ja. Hey, auf meine neuen Jeans! Soll ich den Bericht schreiben? Zu, du bist neu bei uns. Wir haben uns schon alle mehrfach den Arsch gerettet. Hier schreibt keiner Bericht, ist das klar? Okay, verstehe. Ja, schwer hoffen, Kollege. Schick dir deinen Bericht nämlich in deinen dürren Arsch. Vorsicht! Ist ja widerlich. Immer noch kein Hinweis, wann und wo sie entführt wurde. Keine Zeugen, keine Spuren. Also wahrscheinlich Profis. Bei Profis kommt die Lösegeldforderung normalerweise möglichst früh, um die Eltern zu überrumpeln, ihnen Angst zu machen und aus dem Spiel zu halten. Ich habe nicht das Gefühl, dass es um Geld geht. Dein Gefühl in Ehren, Nadia, aber... Also was machen wir denn jetzt, außer dem üblichen Kram? Wir können nur die Falle aufstellen und warten. Nein, ich finde, wir müssen aktiv werden. Das Haus der Brunners auf den Kopf stellen, irgendwas muss es geben. Brief, ein Handy, eine E-Mail, irgendein Zusammenhang. Nein, das kriegen wir nie durch. Übrigens, morgen erscheint ein Artikel in den Zeitungen. Was? Wir hatten den Scheiß zugelassen. Wir können das den Leuten nicht verbieten, Nadia. Aber wir hätten es ihnen vielleicht ausreden können, oder? Verdammt. Ich möchte dich in 20 Minuten in meinem Büro sprechen, Kollege Taraki. Oh, Kollege Taraki, hört sich gar nicht gut an. Kollegin Köstner, du kümmerst dich um deinen eigenen Scheiß, okay? Sonst werde ich richtig konfrontativ. Oh, da kriege ich aber Angst. Sag mal, Kron, wo ist eigentlich Lenz? Hat sich krank gemeldet. Migräne. Stimmt's, Kron? Ja. Genau. Was ist? Was machen Sie? Nein, nein, es läuft alles ganz okay. Nein, ich komme wieder. Hauptsache, es geht ihm wieder gut. Also, bis dann. War das Suttner? Ja, hat einen leichten Kreislaufkollaps. Ist aber wieder okay. Tja, der Leerlauf will auch erst gelernt werden. Was kann ich für dich tun? Was sollte das vorhin? Was meinst du? Ich bin anderer Meinung als du, na und? Es bedeutet nicht, dass du meine abqualifizieren kannst. Und schon gar nicht, dass du eine Kollegin drohst. Die Köstner kriegt noch Ärger mit mir. Die ist eine falsche Schlange. Sag mal, kapierst du nicht, dass ich dir gegenüber weisungsbefugt bin? Das Problem ist nicht, dass du weisungsbefugt bist, sondern dass du da nicht hingehörst, wo du jetzt bist. Wo ich hingehöre, ist meine Sache, ja, du blöder Sack? Na also, so gefällst du mir schon besser. Ich möchte, dass du dich an die Spielregeln hältst, Nadia Taraki. Welche meinst du? Finger weg von deiner Vorgesetzten, also das mache ich. Ich meine, respektiere deine Mitmenschen und nicht nur mich. Klar soweit? Ja. Hey. Ah, das Spezialkommando kommt vom Einsatz zurück. Jo, Alter, heute gibt's was zu feiern. Wir haben richtig was rausgeholt aus der Bude. Aha. Ja, diesmal hat's wirklich gelohnt. 800 in bar, 70 erstklassige DVDs samt Player und im Auto ist noch ein Heimkino. 3D mit einer 114er Diagonale, ein ganz neues Ding. Nein. Diesmal teilen wir aber, oder? Zieht euch aus. Was? Sp-
Spinnst du, Arschloch? Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Zieht eure scheiß Klamotten aus. Hey. Das nennt man eine Leibesvisitation. Hey, was soll das? Das ist doch Quatsch, Mann. Denkst du immer noch, wir bescheißen euch? Sharif war doch dabei. Er sagte, du sollst dich ausziehen, Laberkopf. Und du auch. Na los, du Nutter. Ich will deine Titten sehen. Hey! Oh! Ah! Scheiße, bist du wahnsinnig! Warte, was machst denn du da? Ich hab doch gesagt, ja, weiß ich. Aber ich dachte, dass wir das Ding nochmal brauchen können. Hey, hey, okay. Ganz ruhig. Okay, nimm die Wumme runter, Mädel. Jetzt scheißt du dir in die Hose, was? Mann, Bunny, Mann, lass den Scheiß. Hey, bei dem, da kriegen wir vielleicht noch Notwehen, aber... Sascha, Liebling, es ist vorbei. Ich lass mich von keinem mehr rumschubsen, klar? Bitte, Alter, sag ihm, sie soll das nicht machen. Bunny, bitte, denk doch mal nach. Du Nutter! Also... Nochmal danke, dass du mich aus der Scheiße geholt hast. Habe ich nicht für dich getan, Lenz. Das fällt auf uns alle zurück. Ah ja, schon klar. Du, wir müssen aufpassen. Diese Köstner und dieser scheiß Kron. Immerhin hat er mich angerufen. Aber der Drecksack hat mir den Schnaps gegeben. Was? Ja. Wäre ein Geschenk, aber nicht seine Marke. Feinster Single Malt, 16 Jahre alt. Ging runter wie Öl. Ich Idiot. Ach, der Kollege Lenz. Migräneanfall überstanden. Nein, ich kriege gerade einen. Wie nett. Kollege Taraki, Frau Schönefeld ist da, hat Fotos von ihrer Tochter per E-Mail gekriegt. Mit der Zeitung von heute drauf. Schlagzeile, Tochter des Fernsehstars verschwunden. Vielleicht gibt's irgendein verstecktes Detail oder die Kollegen haben unter der Musik doch noch irgendein Geräusch gefunden. Lenz, gehst du mal rüber in die Technik? Klar. Soll ich bei der Gelegenheit den Müll rausbringen? Ihr kommt einfach nicht damit klar, was? Übrigens, ihr werdet bei dem Gespräch nicht dabei sein. Ach ja, und warum nicht? Zum Beispiel, weil du eine linke Bazille bist, Köstner. Du verbreitest schlechte Stimmung, seit du da bist. Aber Herr Kommissar, was meinen Sie, wie schlecht die Stimmung erst ist, wenn rauskommt, dass Lenz sich besäuft und Leute bedroht? Stimmt's, Klausi? Was ist, Kollege Kron? Das kannst du doch bezeugen, oder nicht? Nein, das kann ich nicht. Was? Sorry. Weißt du, er ist eigentlich kein übler Kerl, der kann... Damit kommst du auf Dauer nicht durch, Kollege. Vorsicht, Köstner. Ein altes afghanisches Sprichwort sagt, der Drache im seichten Gewässer wird zum Gespött der Krabbe. War das nicht chinesisch? Möglich. Und jetzt hast du sicher was anderes zu tun, oder? Wir sehen uns. Sie sehr beschäftigt? Nein, kein Problem. Frau Schönefeld, was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Fotos gesehen? Noch nicht, die werden gerade auf Ihre Echtheit überprüft. Und den Artikel habe ich auch noch nicht gelesen. Sie lebt! Und wahrscheinlich hat die Presseaktion etwas bewegt. Ich möchte, dass mein Mann eine Fernsehansprache hält. Das könnte sich sehr positiv auswirken. Für seine Einschaltquoten? Es ist meine Tochter, die in Lebensgefahr schwebt, oder nicht? Sorry, sagen Sie mir, was hinter der Sache steckt. Ich bin am Ende mit meiner Weisheit. Ihr Mann macht eine Unterhaltungssendung, verdient damit viel Geld. Und davon wollen die Entführer nichts? Welche Motivation diese Leute oder dieser Mensch hat, das sollten ja wohl Sie herausfinden, stimmt's? Das würde ich auch zu gerne. Aber was, wenn der oder die gar nicht plant, Hannah freizulassen? Wollen Sie mir jetzt auch Angst einjagen? Nein, aber möglicherweise verschafft ihm diese breite Öffentlichkeit gerade den Kick, den er sucht. Guten Tag. Frau Schönefeld nehme ich an? Mhm. Hauptkommissarin Nadolny, ich habe gerade die Fotos gesehen. Mein Mann wird eine Ansprache an die Entführer halten. Tja, vielleicht könnte das helfen. Was? Das kann nicht euer Ernst sein. Wir haben nichts in der Hand. Keinen Hinweis, keine Zeugen. Es wäre ein Versuch. Wir haben die Fotos und den Anruf. Deswegen sollten wir die Trommel nicht so hastig rühren. Wir machen die Sendung. Moment. Was ist mit Ihrem Mann? Ich will mit ihm reden. Sagen Sie Ihrem Mann, die Sache geht klar, Frau Schönefeld. Ich glaub's ja nicht. Was ist denn hier auf einmal los? Okay, wenn gesunder Menschenverstand nicht mehr gefragt ist... Er ist sehr impulsiv, aber ein guter Polizist. Mama! 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 Bitte, ich bin hier gefangen! Mehr kriegen wir nicht raus, Lenz. Und wenn wir uns auf den Kopf stellen? Irgendeine Maschine oder sowas? Nein, zu unregelmäßig. Verflucht.
Hi, Rolf, Lenz. Was ausgegraben? Dein Freund hier meint, er kennt das Geräusch im Hintergrund. Der Mistkerl lässt die Lala nicht umsonst laufen, Taraki. Das Ding da im Hintergrund könnte ihn verraten. Na, lass mal hören, Rolfsen. Ist dir was über die Leber gerannt? Vergiss es, hör lieber hin. Ja? Okay, ich sag's ihm. Der Brunner quatscht im Fernsehen. Schalt ein. Denn bis jetzt können Sie noch zurück. Ich bitte Sie, geben Sie unsere Tochter. Hanna, geben Sie uns Hanna zurück. Machen Sie ein Ende mit diesem bösen Spiel. Wir werden Sie nicht weiter verfolgen. Sie haben mein Wort. Mach den Scheiß bloß aus. Wir hatten diesem Idioten gesagt, er kann einem Entführer Straffreiheit garantieren. Auch wenn ich nicht gut auf Sie zu sprechen bin, aber Leo war es bestimmt nicht. Scheiße, jetzt weiß ich's. Das ist der Kirmesmann. Absolut. Ja, das könnte hinkommen. Wo ist denn gerade eine? Nur in Dortmund, soviel ich weiß. Am Friedenbaum. Nordstadt. Ich war da mal irgendwo essen. Wie weit könnte das Geräusch weg sein von da, wo sie steckt? Schwierig. Wenn's ein Keller ist, vielleicht 300-400 Meter. Wir brauchen die Adressenliste von der Dortmunder Nordstadt. Plus Karte. Und dann ziehst du einen Kreis von ungefähr einem Kilometer. Lenz? Wird erledigt. Aber wie willst du rausfinden, wer und wo das ist? Keine Ahnung. Irgendeine Verbindung zu der Familie? Einschlägig vorbestraft? Gibst du alle Daten ein? Vergleichst du mit den Listen, wer vor Ort gemeldet ist? Wir fahren da mal hin und schauen uns um. Tja, okay. Mein Feierabend ist eh versaut. Dann los, Dicker! Wenn wir das Arschloch schnappen, möchte ich ihm erstmal was auf die Fresse hauen. Das könnte ich jetzt gut gebrauchen. Du, von mir aus nichts dagegen. Zu laut! Ach, scheiß drauf. Das hier ist die letzte Adresse. Dann hauen wir hier endgültig ab. Ich hasse diese Scheißstadt. Wir hätten direkt abhauen sollen, wenn die Bullen die Leichen finden. Finden Sie zwei Drogendealer, die gekillt wurden. Routine. Du bist ganz schön hart drauf. Hör zu, Sascha. Wir sind hier die Opfer, ja? Die scheiß Typen haben uns wie Sklaven behandelt, oder etwa nicht? Ja, klar, du hast recht, aber... Mann, scheiße. Die haben gesagt, die Bude hier wäre erst klasse. Hier gibt's doch nur Schrott. Jetzt stellt mal ganz langsam die Klamotten wieder dahin, wo sie hingehören. Kacke. Wo kommt der denn her? Hey, ganz ruhig, Mann, ja? Wir haben uns bloß in der Tür geirrt. Du kannst die Knarre jetzt wieder wegstecken. Okay, ihr nehmt jetzt die Beine in die Hand und verpisst euch, klar! Ja, okay, alles klar. Wir hauen ab. Komm, Bunny, komm, Bunny. Komm nicht in Frage. Hey, Bunny, hör auf jetzt! Du, was er sagt. So sieht es dir böse aus, Mädchen. Fick dich. Schnapp sie dir hier rumzugurken. Da, Rolfsen hat was. Hasko Wiedemann. Hier ist die Adresse. Brunnenstraße 25. Okay. Wie kommt er auf den Kerl? Stand auf der Liste von Leuten, die mal bei Brunners beschäftigt waren. Schon ein paar Jahre her. Hallo? Frau Schönefeld, hier ist Taraki. Kennen Sie einen Hasko Wiedemann? Ja, aber ich weiß jetzt gerade nicht, woher. Der hat mal bei Ihnen gearbeitet. Wissen Sie, was das für ein Typ ist? Keine Ahnung. Lebt der allein, hat er Familie? Das ist so lange her. Okay, sobald Sie Ihren Mann erreichen, der soll uns mal anrufen. Wir brauchen alles über Wiedemann. Er ist vielleicht unser Mann. Kopf hoch. Alles wird gut. Danke. Ja. Die Tür ist offen. Ich gehe zuerst. Lenz, warte. Wohnzimmer gesichert, keiner da. Hier drüben auch nicht. Sieht aus wie Sau hier. Die Küche ist auch leer. Da ist Blut am Boden. Tatsächlich. Jemand ist geschleift worden. Sicher. Gesichert. Die Spur geht da runter. Das ist der Keller. Polizei! Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Lenz? Ja? Da liegt eine Leiche. Das Mädchen. Könnte Wiedemann sein. Ruf die Kollegen und komm runter. Alles klar. Was soll das heißen? Meine Tochter war nicht mehr da. Sie war offensichtlich im Keller dieser Wohnung gefangen gehalten worden. Aber als wir ankamen, war sie verschwunden. Ja, aber wo ist sie jetzt? Das können wir Ihnen leider nicht sagen. Wir werden hoffentlich bald wissen, was in dieser Wohnung vor sich gegangen ist. Die Spurensicherung ist bei der Arbeit. Aber was ist denn passiert? Haben Sie diesen Mann, diesen Westermann? Wiedemann. Aber Sie wissen doch, wie er heißt, Frau Schönefeld. Wie bitte?
Was meinen Sie? Sie haben den sofort angerufen, nachdem ich mit Ihnen gesprochen hatte. Ihre Handynummer war auf seinem Display. Kleiner, das muss ein Irrtum sein. Nein, es stimmt. Als der Kommissar mich anrief, habe ich gleich diesen Wiedemann angerufen. Ich wollte ihn überreden, unsere Tochter sofort freizulassen, weil ich Angst davor hatte, dass die Polizei alles nur schlimmer macht. Das war eine große Dummheit, Karen. Dadurch hast du ihn gewarnt. Jetzt hat er euer Kind woanders hingebracht. Das ist sehr gefährlich. Ich verstehe. Ich fürchte, er hat Hannah nirgendwo hingebracht. Was meinen Sie damit? Sie sagten doch gerade... Frau Schönefeld, Ihre Tochter ist nicht mehr bei Hasko Wiedemann. Sie ist noch einmal entführt worden von Leuten, die über Leichen gehen. Hasko Wiedemann ist tot. Was? Blödsinn! Niemals! Wir haben ihn in seiner Wohnung gefunden. Mit einer Kugel im Kopf. Oh nein! Nein, bitte! Oh Gott! Ich verstehe das alles nicht. Andere Leute? Ja, wahrscheinlich bewaffnete Einbrecher. Wir nehmen an, dass Sie Hannah mitgenommen haben. Möglicherweise haben die ihre Ansprache gehört und Hannah erkannt. Dann ist aber garantiert mit einer saftigen Lösegeldforderung zu rechnen. Das ist doch nicht wahr! Sagen Sie, dass das nicht wahr ist! Hasko hat versprochen, dass ihr nichts passiert! Wie bitte? Karin, was meinst du damit? Sie meint, sie hat ihr eigenes Kind entführen lassen und wundert sich jetzt, dass die Sache aus dem Ruder läuft. Direkt nach der Fernsehansprache wollte er sie wieder freilassen. Er ist doch nicht tot, bitte. Er ist doch nicht tot. Mein Gott, bitte, Karin, sag nicht, dass du... Es tut mir so leid. Ich wollte doch nur, sie sollte endlich auf den Boden zurückgeholt werden. Hast du denn gar nicht gemerkt, wie sehr sie dich verachtet hat? Sie wollte immer nur dein Geld. Aber das ist doch kein Grund, dass... Karin Schönefeld, du belastest dich gerade schwer. Hasko Wiedemann ist tot. Er war immer noch verliebt in mich. Und er war pleite. Ich wollte, dass Hannah eine Lektion lernt. Wie gut sie es bei dir hat. Wie sehr du sie liebst, Thomas. Mein Gott, Karin, das ist doch Wahnsinn. Und dann kommen irgendwelche Typen vorbei, erschießen Wiedemann und Hannah wird zum zweiten Mal entführt. Es war ein teuflischer Plan, Frau Schönefeld. Ich dachte, es würde uns allen helfen. Thomas, mit der Ansprache an die Entführer unseres Kindes. Der Quotenhammer des Jahres. Und Hannah wieder im Schoß der Familie. Dankbar am Leben zu sein. Es sollte ihr wirklich nichts passieren. Beten Sie, dass wir sie schnell finden. Du bist verhaftet, Karin Schönefeld. Nadia, ich habe da einen Anruf. Ist vom Präsidium in Dortmund zu uns umgeleitet worden. Ganz ruhig, Baby. Es wird alles gut. Mann, mir ist so scheiße weh. Ich weiß, Liebster. Er ist da. Gleich ist es vorbei, Süße. Ich schließe jetzt auf. Aber Sie warten, bis ich reinkomme, sage, klar? Reinkommen. Ich bin Nadia Taraki, der zuständige Bulle. Okay. Bist du alleine? Wie verabredet, ist keiner in der Nähe. Die, keine Waffe, nichts. Es wird auch nur ein Blutbad geben. Hast du, was ich wollte? Hier. Und unten steht der Krankenwagen. Gut. Leg's dahin. Da, der Zettel da. Das ist mein Geständnis. Ja, dein Freund sieht aber gar nicht gut aus. Ja, wir haben das gar nicht gemerkt. Er hat die Kurze noch mit in die Wagen geladen, als ob es nichts wäre. Adrenalin oder so. Das sieht nach einem Bauchschuss aus, der muss ins Krankenhaus. Hast du den Schritt gelesen? Geht das klar so? Dein Freund bleibt außen vor, aber wo ist das Mädchen? Da auf der Couch. Voll weggetreten. Bleib bloß da stehen! Oh. Manni, hör mal, die ganze Sache ist doch jetzt vorbei. Wir können doch alles jetzt cool über die Bühne bringen, was meinst du? Gehen wir zusammen runter? Geh mal! Bleib da stehen, Alter! Was machst du denn da? Was soll das werden? Der goldene Schuss für euch beide? Du bist ganz schön schlau für so einen scheiß Bullen. Aber nee, das ist nur für mich. Manni. Ja, Sascha, Baby. Es wird alles gut. Ich liebe dich, Baby. Hör zu, Manni, lass das doch. Du kriegst einen guten Anwalt. Bleib da stehen, Bulle! Mach mich nicht wütend. Was glaubt ihr eigentlich alle, wie ihr seid, hä? Denkt ihr, könnt mich in den Arsch treten, so oft und so lange ihr wollt, was? Schluss jetzt! Manni, du hast in Notwehr geschossen. Du hast keine Ahnung, Mann. Tu das nicht. Komm, der braucht dich doch noch. Scheiße. Mich braucht gar keiner. Manni!
Sascha, Baby. Ich habe alles aufgeschrieben. Du kriegst keine Probleme. Mach dir keine Sorgen. Mach's gut, Süße. Lass es, Manni. Hol dich doch los! Das ist meine Sache! Lass mich los! Hol dich ganz ruhig. So ist gut. Ich will dir nicht wehtun. Alles klar. Lenz, ich schick die Kollegen rauf. Ist jetzt alles gut hier oben? Nadia, ich kann dir gar nicht sagen, ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Angst ich hatte. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Einfach da reinzugehen. Alleine, ohne Waffe. Und dann wirfst du dich auch noch dazwischen. Konnte ja nicht warten, bis die sich mit dem Zeug umbringt. Echt, dieses Mädchen, das war zugedröhnt bis oben hin. Wie geht's Hanna? Gut. Erstaunlich stabil. Die wird jetzt erst mal ein paar Jahre Estiesco beipfeifen. Weiß sie Bescheid? Nee, wir warten noch ein bisschen, bis sie sich ganz erholt hat. Übrigens, Köstner hat die Brocken hingeschmissen. Die ist zum 34. zurück. Wow, das ist ja mal eine gute Nachricht. Ja, aber Kron bleibt uns erhalten, hat sich bei Lenz entschuldigt. Bloß gut, dass du unsere neue Chefin bist. Ach so, hast du plötzlich meine große Kompetenz entdeckt, ja? Nein, aber im Vergleich mit Köstner bist du das kleinere Übel. Ganz klar. Ja. Ganz klar, ja. Du bist so ein Arsch. Sag mal, wollen wir vielleicht heute Abend bei... Leo, ich muss dir was sagen. Ja? Ich hab die scheiß Spritze in den Arm gekriegt. Na und? Diese Bunny ist HIV-positiv. As Tears Go By von Peter Freiberg. Es sprachen Nadir Taraki, Marc Waschke, Felix Lenz, Matthias Lea, Leonore Nadolny, Tanja Schleif, Suttner, Rudolf Kowalski, Köstner, Johanna Gastorf, Krohn, Jens Wawracek, Bunny, Carmen Birk, Sascha, Nick Romm, Karen Schönefeld, Julia Jäger, Von Bruch, Christian Tasche, Brunner, Niki von Tempelhoff, Rolfsen, Dustin Semmelrogge, Hanna, Johanna Bergmann, Sharif, Falilu Singh, Navid Akavan sowie Martin Zur, Michael Prelle, Ercan Altun und Friederike Solak. Technische Realisation Benedikt Pitzenhofer und Steffen Jahn. Regieassistenz Freya Hartenberger und Sascha von Donat. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff. Musik Rainer Quade. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011 für den ARD-Radio-Tatort.